Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Wir betreten mal das Gebäude und sehen da vorne schon unsere guten Feinde. Und schau mal, was können wir denn dort machen? Ja, das war vielleicht jetzt nicht die beste Methode, aber es funktioniert. Mist, wir überhitzen. Wir haben keine Heilung. Das ist ein großes Problem. Komm, da hoch müssen wir. Da, den Typ haben wir. Aber wir brauchen eine Heilung. Sonst haben wir nicht mehr lange zu leben. Ja, Unity, das ist so ziemlich egal, ob wir die mitnehmen oder nicht. Das können wir mal nehmen. Hey, ich bin hier nicht böse. Komm schon raus. Showtime. Ein Kleidungsmod. Die haben wir zerstört. Die Kopper bringt uns nichts. So, dann drücken wir mal weiter vor. Wir haben noch Alkoholeinfluss. Da ist noch eine Kamera. Jetzt brauchen wir einen Zutritt zur unteren Ebene. Was haben wir denn hier? Eine Splittergranate, das verhilft uns natürlich. Da müssen wir, um gewaltsam zu öffnen. Oder welcher Attribut ist das? Das ist wahrscheinlich Konstitution. Ja. Dann öffnen wir es mal gewaltsam. Und können so weiter fortschreiten. Was haben wir denn hier drin? Noch eine Tür? Was sind wir denn hier? Eine seltene Item-Komponente. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Industrietorläden haben wir da. Können wir vielleicht das einfach rufen? Besetzt. Na klar.
Oder wir laufen einfach runter. Natürlich. No entry. Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten Sie sie fest. Naja. Das Hemd. Das kenne ich. Welches Hemd? Hä, welches Hemd meint sie denn? Okay, weiß ich jetzt dann nicht, was die von mir will. Haben wir denn hier noch was? Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Was ist denn Evelyn? Hörst du das, Evelyn? Wir haben nicht genug Meteorit für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Boah. Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Was, die strecken das mit RTL? Was haben wir denn da? Dieses RTL macht doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Probier mit. Wo ist denn die andere Person? Hier. Du musst dich nicht mehr um RTL sorgen. Da brauchen wir die technische Fähigkeit. Aber da muss es doch irgendeinen anderen Weg noch geben, da rein. Oder was durch diesen Fernseher hier? Was haben wir denn da? Remote übernehmen. Mist! Als hätte ich alle erwischt. Judy, du bist gut. Scheint's eben nett. Toll, jetzt müssen wir uns wieder Zutritt verschaffen, aber das wissen wir jetzt zumindest. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Ja, toll. Warte auf mich. Wie, warte. Ich bin ganz nah. Die haben jetzt beide ganz schnell ausgeschaltet.
Dann machen wir nochmal das, was wir davor gemacht haben. Nein, das haben wir davor nicht gemacht, aber egal. Was haben wir denn da? Damit durchgeklickt. Nein, Judy! Das kann doch nicht sein Feind. Gut, das war eine effektive Granate von uns. Das war aber diesmal gut machbar eigentlich. Komm, wir gehen da runter. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Welches Arsch? Niemand. Karten. Wiederheilung. Finde Evelyn. Da ist die Frage, ob wir die finden wollen. Und hier muss eigentlich irgendwo ein Tarot-Symbol noch sein. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Nein, ich hasse es, dass vielleicht ist sie ja hier. Gut, den haben wir auch. Nachladen und da kommt jemand von hinten. Du hast dich zu nah an uns herangetraut. Und wegen euch habe ich Johnny nicht gehört. Ja, was hast du zu sagen, Johnny? Werden wir jetzt wohl nicht mehr hören. Leute, reißt euch verdammt nochmal zusammen! Den haben wir erledigt. Okay. Sieht nicht so vielversprechend aus. Dafür, dass wir sie an einem Stück finden wollten, gerne. Da brauchen wir wieder technische Fähigkeiten. Aber vielleicht, wenn wir da reingehen, vielleicht hören wir jetzt nochmal Johnny reden auch. Nö. Ich glaube, den werden wir nie reden hören. Okay. Ja, was hast du zu sagen, Johnny? Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe.
Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Wir müssen es wieder öffnen. Lokales Netzwerk. Da ist nur die Kaputte drauf. Okay. Ich hätte vielleicht mehr die Hoffnung gehabt, dass das Teil da irgendwie aufgeht. Die Frage ist, wie kommen wir durch diese Tür? Ich schau mal, ob es da drin vielleicht eine Möglichkeit gibt. Wo bist du? Ja, gibt's. Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Okay. Und was macht die da? Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Sieht nicht so gut hier aus. Was denn du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Ja, das sieht ja nicht so aus, dass hier so gut geht. Hier überall Blut. Am Boden da Handschellen. Da schon die Käfer, Krabbeltiere, was da auch immer rumläuft, alles. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Hey, Evelyn. Nein, nächstes wollte ich jetzt gar nicht. Der dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, wie? Du willst das jetzt machen? Nein, wollte ich nicht. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Entschuldigung. Du musst stark traumatisiert sein. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Ja, wir sind jetzt wieder sehr gut in Form, falls uns jemand angreift. Was ist jetzt los? Seit wann rauchst du? Hä? Mach den Kopf frei. Hilft mir beim Konzentrieren. Nachdenken. Wenn du rauchst, befriedigst du auch meine Suchtgefühle. Also hör bloß nie auf. Er nimmt schon seine Eigenschaften an. Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Auch schon wieder eine Fehlfunktion. Sprich mit Judy. Double Life.
Das war's aber von dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Euer Lissa. Ciao.